Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Christina Schwanitz legt einen starken Wettkampf hin. Urheberrecht Getty Images. Die ehemalige Kugelstoßweltmeisterin Christina Schwanitz hat 3 Wochen vor den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow 1. März ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit der Weltjahresbestleistung von 19,31 Metern gewann die 33-Jährige die 20. Auflage des Kugelstoß-Meetings in Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen. Ich bin so mega happy, schrieb Schwanitz bei Facebook. Ich bin ganz zufrieden. Das war ein recht guter Wettkampf, sagte Heim- und Bundestrainer Sven Lang. Auch Stoll gut in Form. Nur einen Tag nach seinem Sieg beim Hallenmeeting in Madrid legte der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Stoll nach. Der EM-Dritte aus Leipzig siegte mit 20,38 Metern vor dem Polen Jakub Szyszkowski 20,32 und dem Südafrikaner Orazio Cremona 20,10. Katharina May schraubte ihre Bestmarke in Sassnitz auf 17,77 Meter und ist neben Schwanitz, Sarah Gambetta, Halle und Alina Kenzel, Weiblingen, die vierte deutsche Kugelstoßerin mit Hallen-EM-Norm 17,50 Meter. Maisch, Gambetta und Kenzel kämpfen bei der Hallen-EM in Leipzig 16. und 17. Februar um die 2 verbleibenden Hallen-EM-Tickets.